Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen Video von Wir Reacten. Zwar heute mal wieder auf das Poolprojekt von Julian Bam. Ich glaube, das ist anscheinend gerade in dieser Zeit jetzt das einzige Videoprojekt, was Julian Bam wirklich... Also ich meine, bis auf seine Livestreams, da kann ich natürlich nichts sagen, aber wir müssen natürlich mal hier reden, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das Einzige, was immer in die Trends irgendwie kommt. Ich meine, es ist halt auch irgendwie krank. Es schauen sich 1,1 Millionen Stand jetzt hier 20.55 Uhr an diesen wunderschönen 27.07. Schauen sich 1,1 Millionen und das ist auf Platz 2 in den Trends, also wirklich. Und ich muss mir das auf jeden Fall nochmal geben. Und ich bin auch im Pool-Feeling. Wir waren auch heute, auch gestern, zweimal baden. Also das war richtig genial. Wir haben das Poolwasser noch nicht so extrem heiß ist. Aber ich will euch natürlich nicht auf die Folge spannen. Wir reagieren mal. Schaut nur auf den Kanal, abonniert gerne den Channel kostenlos. Und gebt uns auch gerne einen Daumen rum. Vielen, vielen Dank für dafür schon mal. Und ja, wie gesagt, das Originalvideo ist natürlich unten in der Beschreibung. Los geht's. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die da heute so machen. Endlich erster Sprung ins Pool. Und ich meine, das ist wirklich endlich. Guten Morgen, Moinsen. Freunde. Viel zu früh. Live hat leider verpennt. Deswegen. Nein, das ist Spaß unter guten Freunden. Moin. Bester Poolstar. Natürlich darf die Werbung nicht fehlen. Niemand weiß genau. Eigentlich hat der gar nichts raus. Pures Chlor. Chloroquin auch genannt. Nee. Das ist Calciumhypochlorid. Ja, kurz. Chlor. Chlor. Beim anorganischen Chlor ist halt der Vorteil, es verursacht keine Bleichwirkung, ne? Ja. Also theoretisch kannst du es sogar so genau. Ach krass. Mit Packung. Ja, ja, so. Druck, so klar. Das erste Mal Chlor in den Pool. Ich kann mich noch erinnern, die hat mir auch ganz am Anfang so einfach nur dieses ganze Pulver reingelohren. Das ist halt, ja. Was passiert, wenn man das ins Gesicht bekommt? Was passiert denn dann? Die Sicht löst sich langsam auf. Warum müssen da Löcher rein jetzt überhaupt? Farbhaut dran machen können. Das ist doch leer, ne? Ja, das ist am Ende. Okay, das fängt natürlich schon cool an. Schon ein schönes Ding, ne? Schön mit Akku hier, von Bosch. Aha. Hast du vielleicht Werbung mit denen oder warum erwähnst du das hier? Gucken, ne? okay. Der Pool ist blau geworden. Ja? Ja. Oh. Und es regnet. Das sieht schon cool aus. Als würde man Milch baden. So, der Trafo ist dran. Es gibt viel Poolbeleuchtung natürlich. Provisorisch ist immer ein sehr gefährliches Wort. Ja. Man hat mal gesagt, nichts hält zu gut und so lange wie ein Provisorium. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass es davon einen Nomen gibt. Provisorium. Ja. Aber ganz provisorisch klemmt das ja einfach so ein. Ja. Gar nicht mal so schön. Ein bisschen so eine Hose, der gemacht hat. Upsi. Oh, man schießt mich schön, ne? Kein einziges gefolgt. Live. Halb Mensch, halb Muskel. Braunesphase. Kommt der Strom. Die Bienen müssen halt immer, das sind immer die einen Lampenschutz. Ja. Genau, wenn du jetzt zum Beispiel Metallgehäuse hast oder so, ne? Oder bei der Pumpe ist ja auch Metall im Spiel hinten, dann kommt der immer an den Metallkörper angeschlossen. Mhm. Haben wir ein bisschen was gelernt, aber wahrscheinlich morgen wieder vergessen. Ja. Aber du machst ja ein Video, dann kannst du. Genau. Auch wenn es trüb, müd, milchig aussieht, ey. Das sieht schon sehr geil aus. Blau, grün. Blau, grün. Weiß, blau, grün, weiß. Ergibt zusammen. Man sieht so Tanky gar nicht mehr. Ja. Obwohl, eigentlich hasst er ja seine Arbeit. Ja, aber vielleicht schätzt er sie jetzt mehr. Ja, ich glaube auch, dass er mehr schätzt, oder? Was denkst du, Tank? Oh mein Gott, da geht ja viel. Jetzt bleiben sie rot. Wow! Alter, Party! Tanky, gönn dir! Und an! Wow. Ja, aber stell dir das mal im Dunkeln vor, ey. Boah, das wird krank aussehen. Boah, Tanky denkt sich auch nur, Digga, wo bin ich hier? Einfach so ein anderer Kontinent. Geil das ist mit den Pfeilern. Aber ich glaub, Premium. So mal eine richtige Fernbedienung, ne? Boah. Ja, wie ein alter iPod. Gehst du immer die Gebrauchsanweisung? Nein, nur wenn irgendwas nicht funktioniert. Und dann hast du hier Sequenz, das heißt, wenn du drückst, dann spielt er verschiedene Sequenzen. Oh, das schaut aber cool aus. Ja, spielt auch. Schön bunt. Als würde ich so einen Ausschuss bekommen. Freunde, guck mal, wer da ist, mit wem wir gerade gedreht haben.
Aber sie haut schon ab. Lass uns allein hier. Wir haben gerade ein paar Videos für Mayhemmer gedreht. Sehr funny. Könnt ihr abchecken. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Währenddessen haben wir das pH-Wert hier normalisiert. Der war ein bisschen so hoch, deswegen hat das Chlor nicht so ganz gegriffen. Deswegen blieb es sehr lange milchig. Aber gönnt euch mal die Klarheit. Wow, okay. Man kann sehen, Freunde, man kann das sehen. Alter Schwede. Klasse. Wie hoch das Wasser jetzt auch ist. Es ist ein Pool. Oh Gott. Freunde. Oh mein Gott, wie schön sieht das aus. Alter Schwede, wie schön sieht das aus. Ich komme nicht klar. Ich kann nicht mehr. Ich kotze. Aufgepasst, Leute. Wir werden jetzt die Filteranlage anschließen und ich werde jetzt alles dokumentieren, was live sagt, weil dann ist das Video für mich immer so eine Erinnerung. Diese Videos quasi das Tutorial, wie man eine Filteranlage benutzt. Wow. Nicht zu viel Muskulatur anspannen. Na? Also Wasser rein. Warum? Ja, damit sie ansaugen kann. An. Oh, was hast du gemacht? Ach, das ist der okay. Kannst du gar die Stimmung darstellen. Cyber-Malbar. Jetzt muss ich erstmal ansaugen, die Luft rausdrücken. Die Filteranlage ist ja direkt hiermit verbunden mit dem Abfluss. Ach krass. Ja, Mann. Erstmal wird die Luft rausgepumpt. Jetzt müssen wir ja nachspülen. Was ist das für ein Sound? Bescheid. Das Baby, was wir drin versteckt haben, wir wussten nicht, dass es noch lebt. Wir haben jetzt zurückgespült und jetzt spülen wir nach. Jetzt filtert er. Und was ist 1, 2, 3? Also was die verschiedenen Drehzahlen. Heißt es jetzt Schnelligkeit? Genau, die Kraft der Pumpe. Hier, da war noch ein bisschen Rest Luft. Ah, jetzt kommt's raus. Oha. Geiler Scheiße, Alter. Das können wir machen. Heizung hast du auch angemacht? So viel Grad hat das Wasser jetzt. Wenn du jetzt hier dran stellst, an den Dingern, dann kannst du jetzt hier das runterdrehen oder hochdrehen. Jetzt gerade ist 15 Grad, ne? Sehr kalt, ne? 15 Grad ist nicht warm. Nein. Wie er abhebt. Ja. Er freut sich richtig, ja? Er hebt manchmal ab. Guck, er hebt ab. Oh, er freut sich. Er versucht zu springen. So, Leute, zu den guten News. Boah, der Pool sieht so geil aus auf der Kamera. Aber zu den guten News kommt noch die allerbeste News. Und zwar, what a dose! Und fühlt sich gut an, oder? Sehr bequem auf jeden Fall. Ich bin ja fertig. Zum Bauen definitiv nicht geeignet. Nee, nicht geeignet. Doch. Modellbau? Eher zum Chillen. Boah, Leute, gönnt euch mal, wie es aussieht, Alter. Das ist auf jeden Fall fertig. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob man mal reinhüpft. So fucking krass aus, Alter. Ey, wir haben es geschafft. Life changed seine Mind. Nice. Oh. Bitte einmal für uns die Pose. Also. So. Andersrum. Naja. Was sagst du zum Pool? Wie viel Wert hat der Pool? Wie teuer war der Pool? Ist doch ganz nett geworden. Nett? Ja, schön. Wie teuer der gewesen wäre? Wenn jemand sagt, ich will diesen Pool haben. Ohne Terrasse, nur bis hier. Ja. Noch 25 ohne Wärmepumpe, 30 mit Wärmepumpe. 30 K. Aber der ganze, aber mit dem ganzen Garten. Boah, das ist so ordentlich. Meine Güte. Der war ja so schwierig, hier alles hinzubringen und so, ne? Boah, das ist schon Wahnsinn, ja, zu teuer. Die Personalkosten, uiuiuiui. Nochmal 30. Du willst jetzt ein bisschen aufwerten, ne? Du willst ein bisschen aufwerten, ja. Ja. Bei den anderen YouTubern ein bisschen Eindruck machst. Und ja. Der Bibi Blocksberg. Hallihallo, meine Lieben! Bibi ist ja drinne. Boah, Tanky macht das. Der ist richtig happy jetzt. Bist du happy? Schade. Hä, als ob wir alle rot anhaben. Jetzt geht's los. Das hat doch endlich mal geklappt, Mann. Digga, so kalt? Schon sehr kalt. Ja, ich spring aber nochmal rein, von Bock. Das ist gut gemacht. Einfach ein Pool, Digga. Ja, aber ich glaube, das war's dann jetzt auch mit dem Projekt, oder? Ich glaube, da geht fast nichts mehr. Das ist geil! Geil, ultra geil! Das ist geil, oder? Geil? Also. Boah, Digga!
das ging ja. Das Wasser ist gerade so ca. 16 Grad, geht wahrscheinlich über den Tag hinaus, so auf 22 Grad. Feedback ist gut. Feedback ist gut. Ich glaube, die Idee ist ein bisschen kalt. Das hat echt noch heavy kalt, Mann. Aber wenn wir das jetzt jeden Tag machen, dann gewöhnen wir uns vielleicht dran. Man hat diesen Chlorgeruch, ne? Fühlt sich edel an. Also ich finde, fühlt sich halt an wie Pool. Ja, ja. Das ist ein fucking Pool. Das ist ein fucking Pool. So, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben einfach einen fucking Pool. Life ist schon wieder zurück. Er wollte nicht mehr in den Pool gehen. Ist ein ganz anderes Gefühl, als in dem ersten Pool zu schwimmen. Boah, Digga, ekler, verpiss dich. Oder mach einfach weiter. Mir ist alles egal gerade. Ja, so ekelhaft sind die Jungs, so ekelhaft. Wir müssen auf jeden Fall hier noch ein paar Sachen machen, Freunde. Denn das Ziel ist nicht das Ziel, sondern der Weg ist das Ziel. Was ist das für ein komisches Spruch? Hauptsache alles, so geht's gut. Ja, Freunde, schreibt gerne mal in die Kommentare, wen wir in den Pool schubsen müssen. Auf jeden Fall danke nochmal an MyHammer, ey, danke, Live, danke, Dietmar, danke, Brinkmann. Da sind so viele Leute, bei denen ich mich bedanken müsste. So viele Menschen haben mitgeholfen bei diesem übertrieben krassen Projekt. Pool, Garten. Es ist ja momentan Pool, Garten, aber es ist noch kein richtiges Poolparadies. Da fehlen auf jeden Fall noch luxuriöse Dinge, die wir eventuell selber schweißen werden. Und es ist so ein geiles Gefühl, dass man das wird natürlich an noch jeder spannender. Ecke Dinge sieht, wo man mitgearbeitet hat. Oh, du Bastard, Alter! Wir gönnen uns heute mal den Tag einfach auf komplett free, auf mega chill Mode und sehen uns dann die Tage, Freunde. Dann seht ihr auch noch, was passiert. Ja, bin ich gespannt. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Dinge vor, was den Pool angeht, aber das seht ihr in den nächsten Tagen. Jetzt wird erstmal so, ich gehe nie wieder in Pool. Auf jeden Fall ein interessantes Projekt, wie gesagt, wir haben da auch schon ein paar Sachen ja reagiert, schaut gerne um rechts vorbei, auch auf das letzte Video, wir haben da auf ein paar jo, sehr sehr cringe TikToks ja, reagiert, also schaut auch gerne vorbei. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ist auf jeden Fall cool geworden. Ist ein bisschen klein, aber ich meine, er hat auch nicht so viel Platz für den ganzen Pool. Deswegen ist es okay. Also muss man sagen, es ist okay. Es ist okay. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da und Daumen hier oben. Eure geile Vision unten, falls ihr das nochmal ohne meiner ja, Quatscherei sehen wollt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Morgen kommt mein Team, wie gesagt. Es kommt jeden Tag nur noch ein Video. Dafür die nächsten zwei Wochen und dann geht's. Ja. Weiter, nach meinem Urlaub. Bis dahin, ich bin raus. Dankeschön fürs Zuschauen und ciao. Real Talk.